Heute besprechen wir die 5 Arten von Mitschülern und wie du mit ihnen umgehen solltest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Nachdem ihr das letzte Video, was ihr auch gleich hier rechts oben findet, 5 Arten von Lehrern, könnt ihr gerne nach dem Video abchecken, so krass gefeiert habt, habe ich mir gedacht, und weil auch einige das in den Kommentaren geschrieben hatten, lasst uns doch auch gleich ein 5 Arten von Mitschülern machen und vor allem, wie du mit ihnen umgehen solltest. Bevor ich euch jetzt aber meine 5 Mitschülerarten teil, schreibt doch gerne mal eure 5 Mitschülerarten oder verschiedene Arten von Mitschülern, Klassenkameraden, die du kennst, die du vielleicht feierst, die dich aufregen, die du gerne nicht hättest, die du sehr feierst, was auch immer. Schreibt es in die Kommentare, ich will nämlich auch was zum Lachen haben. Erstens, der klassische Streber. Der klassische Streber ist einfach natürlich der Klassenbeste, ist immer super gut in der Schule und ist eigentlich, was für den klassischen Streber überhaupt nicht klar geht, ist irgendwas gegen die Lehrer zu sagen. Das heißt, es muss nicht heißen, dass er zwangsläufig immer schleimt, kann natürlich auch öfter vorkommen, aber meistens ist zumindest meine Erfahrung so, dass die Streber gar nicht so viel schleimen, sie haben einfach nur extrem viel Angst davor, überhaupt irgendwas gegen den Lehrer zu sagen. Und was du am besten im Umgang mit ihnen machst, ist in meinen Augen der Fakt, dass du sie erst nicht verurteilst oder mobbst oder was auch viele machen, was in meinen Augen einfach natürlich grundsätzlich erstmal respektlos ist, aber auch total sinnlos für dich ist, denn meistens sind es total nette, sympathische Menschen, die einfach nur halt sehr brav sind, ja, das heißt, die machen einfach das, was vielleicht ihre Eltern von ihnen erwarten und sind auf der anderen Seite einfach auch ein bisschen Angst irgendwie gegen so die Autorität vorzustoßen, und das ist ja prinzipiell vollkommen in Ordnung. Was du machen solltest, ist dich einfach im Unterricht zu ihnen zu setzen, neben sie zu setzen, dich einfach vielleicht auch von ihnen inspirieren zu lassen, dich an ihnen hochziehen zu lassen und ja, sie auch einfach in Bezug auf Klausurvorbereitung immer mal wieder zu fragen nach Hilfe. Ich hatte zum Beispiel jemanden in Physik, ich würde ihn nicht als klassischen Streber bezeichnen, weil er echt cool war, Eduard, Shoutout an dich, aber andere würden ihn vielleicht als Streber bezeichnen, und er hat mir einfach in Physik einfach immer mega viel geholfen, ja, also war ein ganz großer Faktor, warum ich in Physik nicht nur auf 11, 12 Punkte stehen geblieben bin, sondern wirklich auf die 13, 14 und dann im Abitur schlussendlich auch auf die 15 Punkte hochgegangen bin, einfach, weil ich mich bei ihm immer wieder erkundigt habe, hey, wie ist das denn? Und solche Leute können dir einfach mega krass helfen und denen macht das vielleicht auch Spaß. Eduard hat sich immer den Arsch drüber abgelacht, wenn ich irgendwelche dummen Fragen gestellt habe. Und wenn du da einfach so eine coole Beziehung aufbaust, kann es einfach mega wertvoll für euch beide sein, weil er kann einfach durch das Erklären nochmal sein krasses Level noch krasser pushen und du wirst auf sein Level mit hochgezogen, und das ist einfach mega geil und eine richtig, wow, richtig geile Win-Win-Situation. Zweitens, der Kartoffelsack. Und der Kartoffelsack ist einfach der Feind jedes Abiturathleten, denn das sind Kartoffelsäcke. Kartoffelsäcke sind diejenigen, die erstens faul sind, zweitens sich dann auch noch cool deswegen fühlen, meistens eine etwas höhere Tendenz dazu haben, zu rauchen und zu trinken und andere Drogen zu konsumieren, und die, und das ist das Allerschlimmste an ihnen, Energie ziehen. Ja, das sind diese Menschen, du hockst neben denen und du hast das Gefühl, deine ganze Energie, deine ganze Motivation, ziehen die einfach so in sich rein und verschlucken die wie so einen fetten Cheeseburger. Also man kann es echt nicht beschreiben, ist unfassbar. Typische Sätze von denen sind zum Beispiel, warum strengst du dich denn so an? Oder wofür braucht man ein gutes Abi? Abi ist doch eh scheißegal. Keine Ahnung, dann willst du nicht mal Spaß in deinem Leben haben. All diese Themen. Hier rein, hier raus. Und das Allerwichtigste, was du in Bezug auf sie machen kannst, Distanz. Lauf, wenn du sie siehst, lauf so weit du kannst. Versuch auch nicht mit ihnen zu diskutieren oder deine Situation zu erkennen. Nein, lauf einfach, okay? Lauf einfach, setz dich weg. Versuch einfach den Freundeskreis zu wechseln, was auch immer. Versuch ihn einfach fern zu bleiben, weil sie werden dich in ihren Bann ziehen, dich mit runterziehen, und du wirst einfach nicht das alles erreichen, was du erreichen könntest, und das wäre einfach super, super schade, wenn du eben das Potenzial dazu hast, was du definitiv hast, ne? Weil du bist ein Abiturathlet. Drittens, der Dumme. Ihr merkt schon, ich habe jetzt einfach mal alle mit der genannt, einfach um dieses Geschlechterding ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ich sage es einfach immer nur die männliche Version, aber trifft natürlich genauso auf Mädels oder Jungs oder Frauen und was auch immer zu. Und zwar der Dumme. Der Dumme soll gar nicht beleidigend gemeint sein, aber der Dumme ist einfach derjenige, der nicht wirklich von der Intelligenz her dumm ist, sondern er ist zu dumm zu checken, dass er besser sein könnte. Das heißt, er orientiert sich immer nur an Problemen, sagt immer nur, dass er was nicht kann, ist dadurch demotiviert für die Schule, bricht vielleicht auch irgendwann ab, ist einfach wirklich so diese Person, wo du das Gefühl hast, die bringt sich einfach nur selber immer mehr in ihr Schlamassel, interessiert sich dann vielleicht auch viel mehr für so andere, irrelevantere Dinge, und du denkst so, Mann, kann dieser Person nicht mal irgendjemand helfen? So, eigentlich total liebenswürdig, aber kann der Person nicht irgendjemand mal helfen? Und was aber ganz wichtig ist,
Jeder von uns, einschließlich mir und jeder Person, die du kennst, jeder von uns trägt einen Teil des Dummen in uns. Und das war es, dass diese Stimme, die sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, es wird eh nicht besser, bla bla bla. Einfach diese Selbstzweifel, ja. Und jeder von uns sollte, natürlich, steck dich bitte bei den Dummen nicht an, ganz, ganz wichtig. Noch wichtiger aber auch, mach diesen Teil des Dummen in dir, versuch den aufzulösen, versuch den wirklich so zu killen, ja. Weil wenn du, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man intelligenztechnisch dumm sein kann. Gibt es bestimmt Krankheiten und so weiter, aber du kannst Intelligenz auch lernen. Was nur wichtig ist, ist, dass du dir selbst nicht von vornherein, dass du darfst nur nicht dumm sein, zu sagen, dass du dumm bist oder in bestimmten Fächern nicht besser werden kannst. Weil das ist wirklich dumm und dann bist du da auch dumm. Und das solltest du unbedingt vermeiden. Viertens, der Beliebte. Den kennen bestimmt super viele von euch. Wie gesagt, kann sowohl Junge als auch Mädel sein. Sieht meistens gut aus, ziemlich charismatisch. Jeder mag ihn oder sie. Hat meistens auch ein ganz gutes Verhältnis zu den Lehrern. Schreibt dadurch allerdings trotzdem meist nur so durchschnittliche Noten, einfach weil er sich auf ganz viele andere Dinge konzentriert, wie, keine Ahnung, sich mit Mädels treffen oder sich mit Jungs treffen, je nachdem welches Geschlecht eben. Und hat vielleicht irgendein Hobby, Fußball spielen und so weiter und fokussiert sich darauf ganz viel und zieht auch aus dieser sozialen Anerkennung meist ganz, ganz viel Selbstwert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Wichtige für dich ist nur, dass, klar, verstehe ich einfach ganz normal, cool mit ihm oder ihr, vollkommen easy. Das Wichtige ist nur, dass du nicht neidisch wirst. Weil ich merke das immer mehr, dass man ganz oft denkt, oh, die Person hat so cool, so cool, so cool, so cool. Egal wer, und wenn da Selena Gomez, Beyoncé, Usher, was weiß ich, was er, egal wie geil der ihr Leben wirkt, ja, es ist nie ganz so krass. Und das fängt auch schon in der Schule an. Deswegen fokussiere dich auf deine Sache, geh dein Ziel nach, hab deine Träume, arbeite da für dich selbst, guck nicht zu sehr nach links und rechts, was eine andere Person hat. Geh einfach deinen Weg und du wirst genau dort ankommen, wo du schlussendlich stehen möchtest. Und jetzt natürlich der Schülertyp, auf den wir alle gewartet haben. Fünftens, der Abiturathlet. Denn der Abiturathlet kombiniert eigentlich so die besten Dinge der anderen Typen und ist dadurch einfach meiner Meinung nach einfach der beste Charakter, den man darstellen kann. Denn der Abiturathlet hat ein ambitioniertes Ziel, das heißt, er macht was aus sich, er macht sein volles Potenzial, nutzt es volle Kanne, ist aber trotzdem cool, ja. Er ist sozusagen, manche werfen ihm manchmal fälschlicherweise vor, vor allem zum Beispiel die Kartoffelsäcke, ja, die werfen immer vor, er sei ein Streber. Dabei ist er gar kein Streber. Er ist es sich selbst einfach nur wert, gute Noten zu schreiben, das Beste für sich und aus seiner Zukunft zu machen, einfach das, sich auch diese Mühe zu machen, gut zu sein, und ist aber gleichzeitig, macht sich nicht von seinen Noten abhängig, wie beispielsweise der Streber. Gleichzeitig hat er auch ein viel besseres Mindset, also ist nicht so der Dumme, sondern checkt, okay, ich kann meine schlechte Note rausbekommen, aber das ist nicht das Problem. Was dann nur wichtig ist, dass ich mich eben weiter verbessere. Und gleichzeitig kann er auch super beliebt sein, ja. Das heißt, ein Abiturathlet, der ist einfach cool, smart, zieht trotzdem durch und redet sich, egal auf welchem Level er ist, auch wenn er aktuell noch keine guten Noten schreibt, weiß er trotzdem in sich, ich bin schon ein Abiturathlet, und wenn ich einfach nur ein Abiturathlet, wenn ich diese Identität einfach nur annehme, das Abiturathleten-Mindset entwickle, kann ich irgendwann gar nicht anders, als gute Noten zu schreiben und mich sogar von diesem Level noch konstant weiter zu verbessern. Und das ist ja genau das, woran wir hier in jedem Video, in jedem Podcast, in jedem Instagram-Post arbeiten, dass wir uns noch mehr zu diesem Abiturathleten entwickeln und unsere Abiturathleten-Identität noch stärker festigen, um so eben noch bessere Noten zu schreiben und so schlussendlich unseren Traumabiturschnitt zu erreichen und dann halt wirklich alles in unserem Leben machen zu können und trotzdem gleichzeitig auf unsere Oberstufenzeit, wie es ich Gott sei Dank tun kann, rückzublicken und sagen, es war eine geile Zeit, ich habe nichts verpasst, auch wenn mir die Kartoffelsäcke immer wieder erzählen wollten, dass ein paar Partys und ganz viel Saufen wesentlich cooler gewesen wäre. Und ich bin jetzt einfach happy, dass ich das studieren kann, was ich möchte. Und das wünsche ich einfach jedem von euch auf diesem Weg. Denkt natürlich immer dran, ich glaube in dieser Hinsicht natürlich vollkommen an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know.